Ich bin der Engel der Inspiration. Die Töne, welche ich zu dir spreche, tragen sehr viele Farben und sie tragen die Worte von Omartasat. Es ist eine sehr gute Zeit, um dich deiner Wünsche bewusst zu werden. Doch bevor du dies tust und bevor du einen Wunsch aussprichst, möchte ich, der Engel der Inspiration, ein wenig mit dir arbeiten. So bitte ich dich, dich ganz tief in dein Herz hinein zu versenken und das Licht der Liebe einzuatmen und deine goldene Sonne zu fühlen. Spüre, wie du mit jedem Atemzug dein Lichtfeld vergrößerst und wie deine Seele zu schweben beginnt. Ich, der Engel der Inspiration, sende dir nun transformierende Energien, um dein Gedankenfeld frei zu machen von Zweifeln. Ich sende dir transformierende Energien, um dein emotionales Feld frei zu machen von Bedenken und hindernden Gefühlen. Die Energie fließt bei jedem Ton, den ich zu dir spreche, und sie fließt in den bunten Tönen der Wirklichkeit. Es sind die Farben, welche so fein in ihrer Art sind, dass sie nur in der Wirklichkeit vorkommen. Und so wird nun alles das transformiert, was dich daran hindert, deinen Herzenswunsch zu manifestieren. Und je mehr du dich ausdehnst, je mehr du in das goldene Chakra kommst, desto klarer wird dein Energiefeld und desto tiefer und reiner wirst du die Wirklichkeit fühlen. Spüre die Energien und spüre auch deine Hingabe, denn nun beginnt sich etwas zu ändern. Die Energie der Hingabe trägt deine Seele in das Wirklichkeitsfeld der Wünsche. Es ist das Wirklichkeitsfeld, wo alles, was mit der Dualität zu tun hat, nicht vorhanden ist. Es ist das Feld der unendlichen, bedingungslosen Liebe. Es ist das Feld der Glückseligkeit und des Vertrauens von Mona Oha. Und so spüre diese Energien und spüre, wie du langsam bereit wirst, deinen Wunsch zu formulieren. Am besten ist es, wenn du deinen Herzenswunsch mit einem Bild unterstützt. So stelle dir vor, wie es ist, wenn dein Wunsch erfüllt ist, und spreche nun deinen Wunsch mit deiner inneren Stimme aus. Setze das Bild, so wie du es dir vorstellst, wie es dann ist, wenn dieser Wunsch erfüllt ist, dazu.
die Wirklichkeitsenergie trägt, deinen Wunsch und segnet deinen Wunsch. Und du weißt, dass mit jedem Wunsch eine Türe zugeht und eine Türe aufgeht. Und ganz im Innersten weißt du auch, dass du, sobald du bereit bist, die eine Türe zu schließen, sich dann wie von ganz allein die andere öffnet. Und so strömt die Energie der Wirklichkeit in dein Herz hinein. Vielleicht fühlst du, wie weit jetzt dein Herz ist. Und ich, der Engel der Inspiration, trage deinen Wunsch in die Wirklichkeit. Wenn du einen Zeitpunkt gesetzt hast, dann wird sich der Wunsch erfüllen. Und so singe ich das Lied von Tora Antaria. Ich singe die Töne von Ani Ohevet Otra. Ich singe die Töne von Shantima und von Elachain. Es ist der Segen deiner eigenen Göttlichkeit, welcher dich in deinem Herzen berührt und welcher dich fühlen lässt, dass du der Schöpfer deines Lebens bist und dass du alles das erschaffst, was du mit deinen Gedanken formst. So ist dir jetzt auch ganz bewusst, dass jeder Gedanke und jedes Wort, welches in dir entsteht, dein Hier und Jetzt bestimmt. Und so ist dir sicher auch bewusst, was es bedeutet, Worte zu sprechen oder zu denken. So ist für heute mein Wirken für dich beendet. Und ich weiß, dass dein Herzenswunsch bereitsteht, um in Erfüllung zu gehen. So lasse dich inspirieren von meinen Energien und lasse dich tragen von der tiefen, bedingungslosen Liebe der Wirklichkeit. Denn du bist ein göttlicher Mensch und deine göttliche Flamme leuchtet auf dem Weg, welchen dir deine Seele zeigt. So wird dieser Weg dich dahin führen, zu den Ideen und Gedanken, welche du selbst ausgesprochen hast. Es ist mir ein großes Vergnügen, dich heute unterstützt zu haben. Und so sende ich dir den Herzensgruß in der tiefsten Liebe eines Engels an Anna Schmidt.